Yo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 5. Ja, wir haben jetzt hier die nächste Story-Mission. Der Verkünder, erreiche die andere Blockade. Und wir haben wieder mal den guten Witwenmacher mit dabei. So, bereit machen. Da hinten kommt der Verkünder. Wir fahren ihm direkt entgegen, würde ich sagen. Kommt, Feuer frei. Na los, komm schon. Ja, ich glaube, damit haben die nicht gerechnet, oder? Mein Gott, das war bis hierher zu hören. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Depp, hier sehe ich... Ach Quatsch, jeder hier schuldet dir mehr, als er je zurückzahlen kann. Die Straßen sind wieder sicher und das verdanken wir dir. Ich weiß schon, dass dich Dutch ganz schön auf Trab hält, aber fühl dich willkommen. Wenn du mal quatschen willst, ich bin für dich da. Pass auf dich auf, Deputy. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Gut, dann hätten wir das. Gefängnis von Hope County. Da wollen wir hin, würde ich sagen. Auf zu dem Gefängnis von Hope County. Ich hoffe, mit dem Fahrzeug passt das, weil dieses Fahrzeug ist schon nicht das schnellste, um das mal so zu sagen. So, wir haben aber auf jeden Fall auch bald die Leiste voll. Das heißt, dann können wir gegen diesen Typen kämpfen. Das ist ja der Bruder von Joseph Seed. Ich musste gerade den Namen überlegen von dem. So. Gibt es hier vielleicht ein schnelleres Fahrzeug? Ja, hier gibt es sogar direkt ein schnelleres. Dankeschön. So. Na du Ratte. Zack. Das war's für dich. Kurz plündern. So. Das schauen wir uns kurz an. So, jetzt haben wir ein neues Jagdgebiet auf unserer Karte. Nein! Alles wird gut! Nein! Ach man, der Wolf lag auf ihm. Deswegen haben wir es nicht direkt hingekriegt. Schade, Tomate. Können wir halt jetzt auch nichts mehr dran ändern. Aber was wir noch ändern können, und zwar ist, dass wir das Tier mitnehmen. Aber er sagt die Haut davon. Aber hier sind überall gerade auch Flugzeuge. Das stört mich so ein bisschen. Ich möchte nämlich eigentlich nicht jedes Mal beschossen werden. Ist nicht so ein geiles Gefühl, wie ich finde. Einfach hier durch. Woo! Ihr kriegt mich eh nie. Niemals. Wow. Ach du Scheiße. Oh. Gibt es eigentlich Krokodile? Also Alligatoren hier in Far Cry 5? Das täte mich mal interessieren. Gibt es hier wohl Alligatoren? Fragen über Fragen. Ich glaube eher nicht. Könnte ich mir zumindest nicht so gut vorstellen. 1600 Meter sind das noch knapp. Ist schon eine ganz schöne Strecke hier noch. Und das auch noch ganz ohne Fahrzeug ist, glaube ich, nicht so angenehm. Was ist das? Ein Känguru? Nee. In einen versteckten Bunker gesperrt werden. Ja. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Region. In Faves Region. Also bringt das uns eigentlich nicht so viel. Wenn ich mir das also so anschaue. Dann würde ich sagen, machen wir eher das hier, oder? Das Sägewerk.
Das ist aber auch ganz schön weg. Ganz schön weit weg von uns. Diese Missionen hier gerade, die haben schon übelst die Distanzen. So, dann schauen wir mal. Und was wäre Tritt aufs Gas hätten wir. Und hier sind Nebenmissionen. Was ist der Eierfreier? Feier. Ich mache auch immer eine Eierfeier. Ich meine, wer macht die heutzutage nicht? So. Dann machen wir das, würde ich sagen. Tanklaster der Sekte und... Gut, das heißt, wir haben jetzt unser Ziel, wo wir hingehen. Aber sagt, was wir machen. Tanklaster der Sekte. Und liefern sie in Falls End. Gut, das heißt, so einen komischen Tanklaster müssen wir einfach nur finden. Dafür müssten wir aber auf eine richtige Straße. Gut, hier ist Falls End. Dann sage ich einfach mal, wir machen vor zu US Auto. Eine Schnellreise und dann suchen wir auf diesen großen Straßen oder eine Autobahn oder was es ist. Einfach mal so ein bisschen nach so einem Tanklaster, erschießen den Fahrer und dann geht es zurück zu Falls End. Weil so die anderen Aufträge, die bringen uns ja nicht in diesem Gebiet hier weiter wegen John Seed. Wir wollen ja noch nicht in die anderen Gebiete. Hey Kumpel, hast wie ein Löwe gekämpft. Danke. So. Dann schauen wir jetzt mal einfach ein bisschen. Was haben wir hier? Kannst du mir einen Gefallen tun? Super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Meine Freunde sind verschwunden. Finde sie für mich. Obwohl, das Auspacken hier würde ich viel lieber machen. Küssen dir die Menschen wegen Falls End eigentlich schon den Hintern? Suche die Gefangenen. Immer wieder anhören, was du in Falls End gemacht hast. Wir dachten alle, Larry spinnt. Aber er hat das ganze Elend kommen sehen. Er warnt schon seit Jahren vor irgendeiner Invasion. Vielleicht soll... Gut. Dann suchen wir mal die Gefangenen. So, wartet mal. Ich glaube hier drin, oder? So. Hallo. Arbeit in Falls End. Scott Stone. Der krasse Stone. Herr Stone, ich will Sie anheuern. Ja, unser Raketenwerfer, hoi, hoi, hoi. Der könnte hilfreich sein. Der könnte echt hilfreich sein, aber der könnte auch sehr viel zunichte machen mit seinem Raketenwerfer. Was? Ey, weg mit dir, Bruno! Bruno! Alles ist gut, Bruno. So. Ich sagte doch, alles ist gut, Bruno. Okay, diese arme Dame hier ist tot. Ich muss irgendwo einen Schutzengel haben. Jetzt haben wir nur noch dort hinten eine Person, die wir finden müssen. Also ist das eigentlich eine ganz einfache Nebenmission hier, wo man ganz einfach auch diese Punkte verdient. So, plus der letzte, wo sollte der hier sein? Den letzten jetzt hier verstehe ich nicht so. Waschraumschlüssel. Gut, hier rein. Hallo. Gut. Das war einfach. Das hätten wir. So, und jetzt schauen wir mal nach einem Tanklaster. Einfach mal so hier auf den Straßen, würde ich sagen.
Wir haben hier recht große Straßengebiete. Hier hinten hätten wir auch noch eine neue Nebenmission. Die könnten wir einfach mal annehmen. Ich will halt erstmal wissen, dann auch, was das ist. So, hallo, darf ich dich überfahren? Danke. Hallo, gibt es hier vielleicht irgendwo einen Tanklaster? Nein, kein Tanklaster. Aua! Mein Kopf! Ich merke schon, die rasten wieder aus mit ihren Rasterlocken. Ich hoffe, wenn wir den Boss von dem Gebiet hier erlegt haben, dass es dann alles hier ein bisschen sicherer ist. Wow. So. Das haben wir. Beschädigte Haut. Oh. Also wenn wir einen Wolf oder sowas überfahren, das ist nicht so nützlich. So, hier hinten haben wir jetzt unsere Nebenmission. Erstmal weg mit dir. Stone, alles gut da hinten bei dir? Du scheinst irgendwie ein bisschen irre zu sein. Wo ist Stone hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr hinter mir. Stone! Da vorne haben wir einen, den wir erledigen können. Was wir auch machen werden. Komm schon. Bleib stehen. Ich habe Dynamit für dich. Hier, nimm. Gegner dort drüben. Augen offen halten. Gut. Das wär's für den Kollegen hier. Wo die Leiche hin ist, frage ich mich zwar, aber nur gut. Er ist ja ein Geist. Geister lösen sich einfach auf. Habe ich gehört. Da ist ein Konvoi. Ach du Scheiße! Hilfe! Rein hier! Stone! So. Ich muss hier raus. Gut. Hier kommt der Konvoi. Haben wir Handgranaten? Wir haben Mollys. Ja, Molly ist eine Shotgun, das muss reichen. Komm schon! Hilfe! Ich brauche Unterstützung! Mayday! Mayday! Ich brauche hier Unterstützung! Stone, was machst du denn hier? Schieß doch mit auf die Gegner. Stone hat einen fucking Raketenwerfer. Dann schieß doch auch damit. Stone, Feuer frei. So. Da oben ist noch einer. Oh, heilige Scheiße. Das war's für den Konvoi. Das ist nicht der ganze Konvoi. Deswegen haben wir auch gerade nichts bekommen hier. Ein Wagen ist entkommen. Das ist super. Alter, wie die ausrasten. Echt super, dass du die Sekte vertrieben hast. Wenn du mal Zeit hast, könnte ich deine Hilfe brauchen. Töte den vollgedröhnten Sektenelf. Ein Sektenelf? Was? Ein Sektenelf? Das ist Elf. Ich bin auch ein Elf. Elf meine ich natürlich. Ein Elf. Ich bin auch ein kleiner Elf. Ich bin halt einfach so ein kleiner Glücks-Elf. Kann losgehen. Fahr. So. Eine ganz schöne Strecke ist das für diese Nebenmission. Was man einfach machen muss, nur um so ein Dings hier zu bekommen. Wespennest. Ja, das könnten wir eigentlich auch erstmal machen. Nur um diese Leiste mehr zu füllen. Aber die nächsten Hauptquests wären halt alle in einem anderen Gebiet.
Das heißt, das bringt uns nichts für dieses Gebiet. So, wir machen das mal hier. Hallo? Hier bin ich. Na, was geht, Boys? Ich hab gehört, euch geht's gut, oder? Nein, scheint nicht so. Ich glaube, denen geht's gar nicht mehr gut. So. Zack. Und hier geht's rein. Was ist das denn? Das sind Bienen. Wenn ich das richtig höre. Oh, oh. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Oder müssen wir hier lang? Hallo? Ihr tut mir nichts, oder? Okay, die stechen mich nicht. Ich hatte schon Angst, dass mir jetzt einer ins Auge sticht. So. Hier hinten ist der Safe. Weg mit dem Ding hier. Bitte greift mich nicht an. Oh doch, sie greifen mich an. Oh doch, sie greifen mich an. So, komm schon. Hoch hier. Ich will hier einfach nur weg. Oh, Hilfe, das bringt ja einem um. So. Gut. Merken. Immer wegrennen, wenn Bienen kommen. Regel fürs Leben, Kinder. Regel fürs Leben. Falls ihr Bienen seht, rennt um euer Leben. Die wollen euch nämlich ans Leder. So. Hier sind noch mehr Bienen. Bitte, ihr tut mir jetzt nichts, okay? Ich hoffe, das lohnt sich auch hier. Aber ich denke mal schon. So. Hier ist eine Kiste. Okay, die können wir nicht mehr plündern. Wer bist du denn? Ich habe hier alles unter Kontrolle, aber ich komme gern mit, wenn du willst. Die Sekte hätte bei O'Hara rumgeschnüffelt und versucht, ins Haus zu kommen. Es wäre mir eine Ehre, an einer Seite zu kämpfen, Deputy. Vorräte. Lass sie uns zuerst finden. So, alles einsammeln hier. Gut, das hätten wir. Seilrutsche. So, sehr gut. Sehr gut. Mich täte ja mal interessieren, wie viele Punkte fehlen uns denn noch? Okay, nicht mehr so viele. Hier hätten wir auch nochmal so ein Versteck. Joa, was haben wir denn noch hier alles in der Nähe? Eierfeier. Und hier haben wir einen Konvoi. Ja, würde ich sagen, machen wir mal noch die Eierfeier hier hinten. So, Schnellreise machen wir mal hier wohin. Wo haben wir hier direkt einen Ort? Ja, hier. Zu diesem Haus reisen wir einfach mal ganz fix. Denn ich finde... Das muss ich schon mal so ein bisschen sagen. Das stört mich auch so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, was eure Meinung so dazu ist. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es nicht so richtige... Ja, wie soll man sagen, so einen richtigen Story-Ablauf mehr gibt, wie vorher immer. Das musst du jetzt machen, das musst du jetzt machen in der Hauptkampagne. Das ist jetzt einfach nur so, ja, du wählst jetzt selber aus, was du machst. Finde ich irgendwie nicht so cool. Vielleicht kann ich mich noch damit anfreunden, aber ich finde das halt ein bisschen schade, dass du halt immer so eine Leiste damit füllen musst. Das erinnert so ein bisschen an dieses System, was auch mal Mafia 3 hatte. Die hatten auch sowas ähnliches und das fand ich da auch schon gar nicht cool. Aber mal sehen. An sich macht es ja Spaß, muss man halt dazu sagen. Es gibt auch coole Story-Missionen und manche sind halt nur ein bisschen öde.
So. Das Teil hier zerstören wir mal ganz fix. So. Flieg in die Luft. Noch ein Schuss bestimmt. Komm. Jawohl. So. Wer ist denn der feine Mann da? Hallo. Wohin snipest du denn? Kann ich mit dir reden? Nicht? Okay. Goodbye. Wir sehen uns vielleicht ein andermal. Mission in der Nähe. Sprich mit Kenny. Ich wollte doch gerade mit Kenny sprechen. Können wir jetzt reden? Ne, da ist ein Konflikt. Bist du das? Einer der scheiß Geier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Knall die Geier ab. Einer von denen hat den Scheunenschlüssel. Töte die Geier. Ist das dein Ernst? So. Und da ist der andere. Zack. Das heißt, wir müssen ganz schnell hier nach einem Schlüssel die Geier durchsuchen. Federn. Ja, die Federn klebe ich mir gleich an meine Waffe ran als Deko. So. Das wäre geschafft. Da hinten ist dann noch einer. Oder fliegen hier noch viel mehr rum? Ich hoffe nicht. So. Gut, der hat den Schlüssel. Dann können wir den Typen seinen Schlüssel geben. Oder wir müssen halt in seine Scheune reingehen. Gut, dann machen wir das. So. Was haben wir denn hier? Soll ich das Ding jetzt transportieren? Ich glaube ja. Ich hab noch Gold. So, und jetzt müssen wir nur noch die Eier abliefern. Oder besser gesagt, den Eier-Fire-Anhänger müssen wir jetzt nur noch abliefern. So, wir müssen hier hinten entlang. Wow, was war das denn gerade für ein Knall hier? So, jetzt gleich müssen wir nur noch nach links und dann sind wir eigentlich direkt da. Ich hoffe, langsam lerne ich so ein bisschen die Gegend. Weil dann bin ich nicht jedes Mal auch angewiesen, hier auf die Karte zu schauen. Aber ich denke mal, wenn ich hier oft noch rumfahre und so weiter, spätestens in 3-4 Folgen weiß ich dann so ein bisschen mehr, wo ich langfahren muss. So ein bisschen Orientierung habe ich ja schon. So, wo geht es denn jetzt hier nach rechts? Ach, hier einfach. Okay. So. Und abbiegen. So, Fahrzeug verlassen. Das hätten wir. Gut. Die Eierfeier haben wir auch abgeschlossen. Die gute Eierfeier, die mache ich auch demnächst. Wir könnten uns eigentlich mal hier noch einen Begleiter holen. Diesen Nick. Den könnten wir uns holen. Würde ich sagen, den holen wir uns jetzt auch. Gibt's hier mal irgendwo noch ein kleines Fahrzeug? Deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten
Attentaten mit Bedacht, der Beauty. Ich hoffe, die gute Hudson stirbt nicht. Wir wissen zwar nicht viel über sie und so weiter, aber ich will einfach nicht, dass sie drauf geht. Jetzt gehen wir aber erstmal dort hinter zu dem guten Nick und holen uns den noch als Begleiter. Was haben wir denn da? Mehrere Tiere. So, kommt ran. So. Anscheinend doch nur ein Tier. Ich dachte, das wären zwei, aber der eine war schon tot. Was ist das denn? Hey, weg mit dir. So eine Art Truthahn. Ich weiß gerade nicht, wie man so ein Tier nennt. Wie nennt man denn so ein Tier? Pass auf mich auf. Weiß ich gerade absolut nicht. Ort entdeckt. Truthahn. Oh, ich hab recht. Okay. Der gute Truthahn. Den lieben wir halt auch einfach. So, nochmal auf die Karte schauen. Hallo, hier ist Nick Rai. Gut, Nick muss jetzt hier sein. Hallo, hier ist Nick Rai. So. Scheiß Peggy. Nick, ich bin da. Nick, hallo, ist alles gut hier bei dir? Ich hoffe. Hier sind kaputte Teile, was ist hier passiert? Gut, ich glaube, hier ist Nick. Ja. Oh Mann, ich kann nicht klar denken. Yo, Nick, was geht? Hast du die Scheiße gesehen? Hier steckt. Hey, ich bin verletzt! Helf mir mal! Komm, steh auf! Alles wird gut. Ich nenne dich ab jetzt einfach Bob, okay? Was machst du da, wenn du jetzt mit dem Raketenwerfer dort abdrückst? Ich suche mir einen besseren Winkel. Okay, hör zu. Wir stecken hier fest! Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war hol mein Flugzeug und bring es zurück, damit ich meine Familie... Tod von oben! Gut. Erreiche John Seeds Ranch. Wow, was? Was zur Hölle? Die rasten völlig aus. Wenn die einmal ausrasten, dann rasten die richtig aus. Ich merke schon. So, können wir uns hier eigentlich mal was herstellen? Nein. Irgendwie nichts, außer dieses Zeug hier. Aber das brauche ich, glaube ich, nicht. Obwohl, das könnten wir gebrauchen. Ultimativer Überlebenskünstler. Das stellen wir einfach einmal her. So. Und das hauen wir uns dann irgendwann mal rein. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass dieser blöde Flieger uns immer noch verfolgt, so ein bisschen. So. Wo ist denn diese blöde Ranch oder was das ist? Ja, hier oben. Auf einem Berg. Ich geh da lang. Auf einem blöden Berg. Mist! Lasst mich doch einfach in Ruhe! Wir können Freunde werden! Wir können einfach alle Freunde werden! Bitte! Hört doch auf! Ich will nicht sterben. Kann die Sünder nicht mehr sehen. Weil das ist echt nicht angenehm, hier lang zu laufen irgendwie. Wenn die ganze Zeit im Hintergrund geschossen wird. Das kann ich ja schon mal so sagen. Befreie den Sekten-Außenposten. Okay. So, Alarm ganz kurz ausschalten. Kommt schon. Wir dürfen ja nicht auflegen.
So, das haben wir. Sehr gut. So. Kurz hier alles mitnehmen. Ich will eigentlich nicht auffliegen. Und zack. Na, was geht? Knack. Wow. Jetzt geht das schon wieder los. Action, Action. Wir brauchen unbedingt Deckung. Na toll, jetzt kommt hier auch noch Verstärkung hin. Wir müssen nächstes Flugzeug auch noch finden. Aber erstmal müssen die Leute hier weg. Für Joseph Seed. Joseph wird bald Geschichte sein. Das wisst ihr schon. Denn ich bin hier im Land eingetroffen. Und das heißt, er ist bald Geschichte. Jetzt kommen noch mehr. Kommt schon. Boom. Oh, hallo, mein Kleiner. So. Nicht mehr viele. Sehr schön. Die hätten wir. Dieser Ort ist nun unser. Sektenaußenposten. Ziel gesichtet. So. Und jetzt. Ach, wir müssen einsteigen in das Flugzeug. Oh nein. Zu Hause im Namen dein Rhein. Sei gewiss, dass ich eines Tages wieder einziehen werde. Früher oder später. Und wenn ich das tue, dann hänge ich mir vielleicht deine Haut als Trophäe über den Kamin. Na super. Ob das gut gehen wird? Ich bin mir da nicht so sicher. Kommt schon. Ich komm nicht hoch. Hilfe! Ich krieg das nicht hin. Oh oh. Ich glaube, hiermit werde ich Probleme haben. Das kann, glaube ich, auch gar nicht gut enden. So. Und jetzt geht's los. Ab in den Himmel. Jawohl. Ich bin schon mal oben. Tiefflug, okay. Bitte nein, ich will nicht ins Wasser fallen. Aber er sagt fliegen. Okay, ich glaube, wenn ich oft fliege, gewöhne ich mich daran, aber ich fühle mich bei sowas immer so unsicher. Was wir ohne diesen Flieger
wir hätten machen sollen. Was ich mir bloß etwas problematisch dann vorstelle, ist zu landen. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Der, wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns. Keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Wow. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Komm schon. Ich habe gerade jedes Mal Angst, dass ich hier irgendwo dagegen krache. Es lässt mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Die haben sich jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient. Und jetzt verliere ich alles an so einen Man-Bun-Hirni und seine Inzuchthorne? Scheiße! Mit den Rice legt man sich nicht an, ohne Federn zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partner. Zerstöre das Und wenn du Glückstankwagen siehst, jag sie in die Luft. Gut, dann wollen wir mal. Josephs Schergen kippen Drogen in unsere Wasserversorgung. Such nach dem Bewässerungsbecken und ähnlichen Orten und heiz sie ihn richtig ein. Du bist ein echtes Fliegerass. Du bist quasi der nächste Klatschnick. Mann, der war so cool. So. Schön hier drüber fliegen und Feuer frei. Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Irgendwie macht das schon Spaß. Zu pflegen. Die Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. So, wir müssen jetzt nur noch zu der Landepiste fliegen. So, lande das Flugzeug. Oh oh. Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich. Kommt schon. Ja. Wow. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man es macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme! Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf.
Herr im Himmel! Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Booyah! Booyah! Tim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! Da wollen wir mal. Na los, Nick! Sichere Nix Haus. Die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Natürlich passe ich auf deine Dame auf. So. Dann wollen wir mal. Na los, kommt her. Was, Deputy? Bei mir im Haus? Was? Also gut, Kim, wo bist du? Ich komme. Kim! Wo ist Kim? Wir sichern erstmal alles draußen. Und schauen ab und zu hier rein. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ich weiß nicht, wo du bist, Kim! Der Hangar! Die sind am Hangar! Sichere den Hangar. Gut. Dann mal los. Na, war das schon alles, was ihr drauf habt? So. Ich erledige die Scharfschützen auf dem Dach. Okay, schnell zurück. Wir nehmen ganz kurz hier Munition mit. Wow, aua. Na los, kümmert euch doch um die. Nick, mach schnell. Nick! Mach doch bitte schneller! Wo sind die letzten hier? So, einer. Zeig dich, na los! Zack! Ja, du bist der Tod von oben und ich bin der Tod von unten. So, wie viele wollen hier noch kommen? Über die Landebahn. Okay, jetzt sollten wir freie Bahn haben. Ich komme runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Gut. Wir haben es geschafft. Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Mich? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf.
Werde ich tun, gute Lady. Sonst hat ja ihre Tochter keinen Vater mehr. Und das wollen wir ja nicht. Wingman abgeschlossen. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Gut, dann haben wir Nick jetzt als neuen Helfer. Und da würde ich auch sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Wem das Video wieder gefallen hat, der kann sehr gerne wie immer eine Bewertung gerne dalassen. Gerne einen Kommentar schreiben und mich weiterempfehlen. Das war's, haut rein und tschüss.